Hallo ihr Lieben, und da sind wir auch schon wieder zu einer neuen Aufnahme Chaos of Deponia. Ja, beim letzten Mal haben wir ja doch, glaube ich, so einiges geschafft und ich hoffe, das wird uns in dieser Aufnahme genauso gut gelingen. Ja, ich hatte mich beim letzten Mal so ein bisschen über Rufus geärgert, weil er mal anfängt zu lachen. Und das liegt ja daran, weil dieser Janosch ja einen Sprachfehler hat. So, wir werden jetzt nochmal zu dem Janosch hingehen und wir werden nochmal mit ihm sprechen. Wir werden halt auch nochmal alles da mit diesem Dia, mit den Dias machen. So. Entschuldigt bitte. Ja, damit wir, glaube ich, mal raushören, wo genau sein Sprachfehler ist. Ich meine, das wäre beim K und so was gewesen. Ich glaube, das hat ja nicht so ganz K, T oder irgendwie sowas. War da, das hat er nicht so ganz auf die Kette gekriegt. Und schauen wir mal, dass wir die Sätze dann so hinbekommen, dass dass Rufus nicht anfängt zu lachen. Sagen wir mal so. So. Dann wollen wir nochmal die Dias nehmen. Und dann hier zum Dia-Projektor. Gibst du eigentlich nie auf? Ein letztes Mal, okay? Ich bin auch ganz ernst. Reiß dich zusammen, sonst fliegst du. Alles klar. Was wir ja schon mal wissen ist, dass es ein Symbol ist. Ne? Das haben wir ja schon rausbekommen. Das andere, das ist ja... So, Symbol. Ein Symbol. Ein Symbol? Wie geheimnisvoll. Ich finde den Plan jetzt schon spannend. Regelrecht mystisch. Mit einem Hauch von Legende. Schnauze, Liebold. Was symbolisiert es denn? Es zeigt, was aus uns wird, wenn wir nicht umgehend handeln. Wow, was für ein Schocker. Mit rhetorischen Tricks kennst du dich ja offenbar aus. Aber hast du auch irgendwelche Beweise für deine Behauptung? Und wie ich die habe? So, jetzt müssen wir mal schauen. Hier. Was ist das? So, das ist ja jetzt schon mal... dieser Organon. Jetzt müssen wir gucken. Der hatte ja eben auch schon wieder... Er hatte einen Sprachfehler. So, Stützpunkt, Düsepunkt oder was weiß ich, Punkt, mit Punkt wird er mit D oder mit was weiß ich nicht. Ja, aussprechen oder so, weil wir dürfen Rufus, glaube ich, nicht zum Lachen bringen. Weil dann sind wir wieder aus dem Schneider. So, und wo kein T, kein K oder sowas drin ist, ist halt dieser Organon-Basis. Aber ich bin mir nicht sicher, aber wir nehmen das mal. Organon-Basis. Das ist eine Organon-Basis. Aha. Und weiter? So, da will Organon... Der Organon will Deponia an die Luft sprengen. Der Organon will die Welt zerstören. Der Organon will den Erdball ausradieren. Der Organon will den Planeten zur Explosion bringen. Ja, Luft ist natürlich wieder so ein Ding. Welt ist auch wieder so ein Ding. Planeten, Explosion. Weiß ich nicht. Ja, wegen T vielleicht. Ich würde mal sagen, wir nehmen das mit dem Erdball. Ich weiß gar nicht, ob wir das beim letzten Mal auch genommen haben, aber ich glaube nicht. Der Organon will den Erdball ausradieren. Ja, okay. Aber was unternehmen wir dagegen? Wehren, Offensive starten, angreifen, attackieren. Also Offensive starten wegen dem T würde ich nicht nehmen und attackieren auch nicht. Da bleibt uns jetzt noch angreifen oder wehren. Wir nehmen mal... Wir müssen sie angreifen. So, so. Und wo, bitteschön? Das hier ist die Position einer dieser Organon-Basen. Das hier sind die Koordinaten. Ne, das kann der auch nicht aussprechen. Die Lage und Standort. Da würde ich ganz klar mal zur Lage tendieren.
Koordinaten kann der nicht aussprechen und Standort. Da ist das T wieder drin, das kann der nicht. Ich würde mal sagen Lage. Das hier ist die Lage einer dieser Organon-Basen. Ich erinnere mich. Red weiter. Argus will hier eine Bombe abwerfen und dadurch den Lebensraum um den Ozean entvölkern. Wird er nicht aussprechen können, weil das ein K. Hochgehen lassen, dadurch den Lebensraum um das Meer einäschern. Ja. Zur Detonation, das kann er ja gar nicht aussprechen. Und zur Explosion. Nehmen wir mal das mit dem Lebensraum. Hochgehen lassen und dadurch den Lebensraum um das Meer einäschern. Aber was machen wir mit den anderen Sprengtürmen? Wir haben noch einen Joker im Petto. Nein, das kann der gar nicht. Wir haben noch einen Trumpf auf Lager, der Inhalt von Golds Datasette. Das wird er definitiv nicht aussprechen können. Wir haben noch ein Ass im Ärmel, das geheime Wissen in Golds Gehirn. Wir haben noch einen weiteren Vorteil, die Daten, die in Golds Implantat Blandade oder irgendwie sowas würde der sagen. Da würde ich vielleicht mit dem Ass im Ärmel nehmen. Wir haben noch ein Ass im Ärmel. Das geheime Wissen in so, Golds und jetzt hoffe Gehirn. Ich mal. Und? Richtig? Bis hierhin habe ich alles verstanden. Kannst du das trotzdem noch mal kurz zusammenfassen? Ich mach das. Das musst du nicht, Janosch. Ich kann das auch machen. Nein, ich mach das schon. So. Oh, jetzt nur nicht lachen, Rufus. Zeig noch mal das erste Dia. Genau. Was war das noch gleich? Eine Organon-Basis. Der Organon will den Erdball ausradieren. Wir müssen sie angreifen. Ah, ja. Ist gut. Er hat es schon wieder getan. Ja. Angreifen. Das ist so spannend. Ich bin empört. Dreirolsch. Bis zum Angreifen war richtig. Liebe Leute, ob danach richtig ist, weiß ich nicht, aber da hat er da schon angefangen zu lachen. Also bis dahin macht mal alles richtig. Ist eigentlich nie ein letztes. Ich bin auch richtig. So. Ja, das ist ein Symbol. Ein Symbol? Ein Symbol? Wie geheim. So, das. Huh? Tut mir leid, Leute. So, das kennen wir ja. Was? Ich mach das jetzt mal hier. So. Don. Hier. Hammer. Was ist? Mit dieser Basis, da hatte der ja auch noch nicht gelacht. Das konnte der ja auch gut aussprechen. Das ist eine Organon-Basis. Aha. Und weiter? So, was haben wir dann gesagt? In die Luft sprengen. Kann er nicht. Zerstören kann er nicht. Sagen Explosion auch nicht. Sondern das konnte der, glaube ich, sagen. Das hat man auch genommen. Der Organon will den Erdball ausradieren. Ja, okay. Aber was unternehmen wir dagegen? So. Wir haben Angreifen genommen, das war aber falsch, weil da hat ja Rufus angefangen zu lachen. Und wir haben auch gesehen, Angreifen macht er mit W. Dann nehmen wir mal Wehren. Wir müssen uns wehren. So. Und wo bitteschön? Da haben wir, glaube ich, die Lage genommen. Dann nehmen wir das auch nochmal. Wenn es falsch ist, dann wissen wir ab dann, wenn er anfängt zu lachen. Wir machen das jetzt so weiter wie gerade eben. Organon-Basen. Ich erinnere mich. Red weiter. Argus will hier eine Bombe. So, und hier haben wir hochgehen lassen und dadurch den Lebensraum um das Meer einäschern genommen. Das werden wir auch wieder nehmen. Hochgehen lassen und dadurch den Lebensraum um das Meer einäschern. Aber was machen wir mit den anderen Sprengtürmen? So hatten wir das mit dem Ass im Ärmel genommen. Und jetzt bin ich mal gespannt. Wir haben noch ein Ass im Ärmel. Das geheime Wissen in Golds Gehirn.
Jetzt bin ich mal gespannt, ob hierhin Rufus wieder anfängt zu lachen. Dann sagen wir schon mal, bis wir richtig und müssen dann das danach nochmal irgendwie wiederholen. Ich kann das auch machen. Nein, nein, ich mach das schon. Oh, oh, jetzt nur nicht lachen, Rufus. Zeig nochmal das erste Dia. Genau. Was war das noch gleich? Eine Organon-Basis. Der Organon will den Erdball ausradieren. Wir müssen uns wehren. So weit, so gut. Und was ist das hier? Die Lage einer dieser Organon-Basen. Mhm. Argus will hier eine Bombe hochgehen lassen und dadurch den Lebensraum um das Meer einäschern. Sind fast durch. Wir haben aber noch ein Ass im Ärmel. Das geheime Wissen in Golds Gehirn. Yeah! Alles verstanden. Bravo. Das ist ja alles schön und gut. Aber was bringt uns das? Zurzeit befindet sich ein elysianischer Inspektor namens Cletus hier auf Deponia. Gol hat ihn begleitet. Darum ist sie überhaupt hier. Mit ihren Codes lässt sich das letzte Hochboot in Porta Fisco aktivieren, das sie zurück nach Elysium bringen soll. Wir müssen Elysium davon in Kenntnis setzen, dass Deponia bewohnt ist. Darum werde ich Goal nach Elysium bringen. Aber natürlich. Ihr könntet versuchen, den Ältestenrat umzustimmen. Wenn sie erfahren, dass Deponia bewohnt ist, werden sie die Sprengung abblasen. Aber warum solltest ausgerechnet du nach Elysium gehen? Weil ich dem Inspektor zum Verwechseln ähnlich sehe. Das kann doch gar nicht sein. Ist aber so. Rufus und Cletus könnten Zwillinge sein. Ein merkwürdiger Zufall. Es kommt noch besser. Argus Kreuzer hat an dem besagten Sprengturm angelegt. Seine Mission ist es, Cletus und Goal zum Hochboot nach Porta Fisco zu bringen. Während des Angriffs können Goal und ich das Chaos nutzen, um Cletus zu überrumpeln. Ich werde dann seine Stelle einnehmen. Was sagt ihr? Seid ihr dabei? Das klingt sehr riskant. Aber es ist unsere einzige Chance. Gibt's noch irgendwelche Fragen? Ich glaube, wir haben es geschafft. Ein Hoch auf Rufus, unseren neuen Anführer. Ui. Yay. Und Go liebt uns so dafür. Cool. Janosch wie einen kleinen Idioten aussehen lassen. Was ja auch kein Wunder ist, wenn er sich mit jemandem von meiner Größe misst. Jetzt muss ich nur noch dein letztes alter Ego überzeugen. Um ehrlich zu sein, fand ich dich von Anfang an sympathisch. Du bist wie Cletus, nur ohne diese mürrische, boshafte Seite. Stimmt. Allein der Gedanke an diesen Idioten macht mich wütend. Und du hast diese unschuldige Trotteligkeit, die auf Frauen sehr anziehend wirkt. Ja. Danke. Ich bleibe am besten hier, bis du die anderen beiden überzeugt hast. Ich muss gestehen, dass ich ein bisschen eifersüchtig bin. Ganz schön schräg irgendwie. So, und damit haben wir auch Baby Goal an unserer Seite. Jetzt müssen wir das irgendwie nur schaffen, Lady Goal zu überzeugen. Und da müssen wir irgendwas mit diesen Schnabeltieren machen. Und das ist, glaube ich, eine ganz große Herausforderung. So, Krawall und Baby haben wir. Ich weiß nicht, ob sich's lohnt. Wir können das mal ausprobieren. Mit unserem Vater vielleicht zu reden, weil jetzt haben wir ja auch die Baby-Goal. Und vielleicht gibt er ja uns irgendwie Geld oder so. Dass wir, Geld haben. Hallo, Papa. Hey, Dad. Och, was ist denn jetzt schon wieder? Siehst du nicht, dass dein alter Mann zu tun hat? Nein, sieht man nicht. Ich habe keine neue Option. Wir, Entschuldigung, haben keine neue Option. Nicht weglaufen. Vergiss den Spruch. Der zieht nicht. Okay, das war wohl nix. Okay. Also müssen wir irgendetwas hier machen. Ja,
einen Augenblick, bitte. Was kann ich denn für Sie tun? Ich würde gerne etwas zum Mitnehmen bestellen. Aber gerne doch. Suchen Sie sich einfach etwas vom Menüplan aus. So,